Da bin ich wieder und weiter geht's mit Divinity. Meine Hausmeisterin nur in der Tür. Eine Kleinigkeit klären. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was wir hier nehmen. Was haben wir denn hier? Hohe Stiefel. 2 Initiative, 29 Lebenspunkte, 10 Feuerresistenz. 10 Luftresistenz, 2 Initiative, 2 Crit. Wie gesagt, es ärgert mich so sehr, dass ich nicht weiß, was die anderen haben. Ich will doch das jetzt vergleichen. Wie blöd ist das denn? Der Helm. Ist alles epic. Ein Verstand. Also Pyrokinet brauche ich nicht. Geomant wäre ganz nett. Was habe ich denn im Moment? Der Thane. Der Thane könnte Geomant gebrauchen. Verstand. Solange ich das Talent mit Spellcrit nicht habe, eher nicht. Das muss ich wirklich mal leveln. Spellcrit ist eigentlich wichtig. Und würde ihm halt auch ein Initiative geben. Also praktisch zwei. Wir gucken mal die Stats an einfach. Das wären zwei Attribute, was gesagt, zwei Attribute, die er verwenden könnte. Statt Int, was ein Attribut ist. Zwei Initiative hat es auch. 29 Lebenspunkte ist nicht so wenig. Ich weiß nicht, wie viel das in Konstitution ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich das Inventar öffnen kann mit I. Nee, kann ich auch nicht. Kann halt gar nichts machen außerhalb des Fensters. Alles ausgegraut. Man kann nichts machen außerhalb diesen Fensters. Hier hätte man jetzt zwei Initiative plus zwei Crit. Zwei Crit ist ungefähr zwei Verstand, aber nicht ganz. Ein bisschen schlechter, weil man nicht Initiative dazu bekommt. Also im Prinzip ist das zwei Initiative und zwei Crit ist genauso viel zusammen wie zweimal Verstand. Also eigentlich sind es auch zwei Attribute an der Stelle. Das sind überall praktisch zwei Attribute. Hier kriege ich dann zwei Attribute. Braucht aber Stärke 12 sich auch. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Das heißt, das kann eh nur der Rote Prinz tragen. Und da habe ich, glaube ich, bessere. Int 12, Finesse 12. Ah, da schränkt sich der Kreis eh schon ein. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Also das kann ich tragen mit dem Fane oder die Lose. Und das kann nur die Sibyl tragen. Und für Sibyl ist das halt alles totaler Quark. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Stiefel. Was bekommen wir noch? Gold, mittlere Giftrune, ein Frosch. Ein Froschhammer. Ich habe geguckt, habe ich das falsch gelesen? Nee, das ist ein Froschhammer. Feenstaub, das braucht man zum Upgraden für Runen, haben wir letztens besprochen. Und die Stiefel. Wir steigen schon bald wieder ein Level auf. Geht ganz schön rund. So, das gucken wir uns jetzt mal an. So. Die Augenbinde von vorhin. Jetzt hier diese Augenbinde eigentlich? In der Tat. Super. Wire. Wann habe ich das denn bekommen? Schon länger her. Ist mit dem Gesichtsabreiß. Okay, bin ich noch irritiert. Machen wir es der Reihe mal nach eben. Den Froschhammer vergleichen wir mit der Waffe. 40 bis 43 ist deutlich mehr. Und 2 Stärke, 57 Lebenspunkte. Das andere hat noch plus 1 Kriegsführung. Und 20% Crit halt. Das ist halt, die 20% Crit sind schon krass. Das Einzige, was wieder noch hier reinspielt, wäre natürlich eine Rune. Die... Was habe ich denn für Runen? Habe ich noch... Noch eine andere Rune. 11% ist eine mittlere Giftrune. Ich habe jetzt auch schon, wollte mich ein bisschen mit den Runen beschäftigen. Ich habe bei der Sibyl 10% Schaden als physischer Schaden. Runen verwalten, das ist eine Meisterwerkrune. Die lässt sich nicht so leicht herstellen. Ich habe ein bisschen geguckt, was man wie braucht, für welche Runen. Dass ich mir mal Runen herstelle. Können wir ganz kurz gucken. Was ist hier bei dem Rezept? Habe ich denn schon für Runen mehr Rezepte? Feenstaub aus Knochenstaub und Sternenstaub. Sternenstaub kann ich mir sogar machen. Sternenstaubkraut. Knochenstaub kann ich mir auch machen. Knochen beliebig. Ja, da finden wir nochmal mehr. Kleine Flammenrune. 2 Feenstaub. Ölquelle beliebig, Holz beliebig. Boah, für die kleinen Flammenrunen haben sie das geändert? Schon Feenstaub?
Ich dachte, für die ganz kleinen Runen bräuchte man noch keinen Feenstaub erst zum Upgraden. Stand zumindest eh nicht im Wiki da. Vielleicht haben sie ein paar Sachen auch geändert. Dann, das dauert ja eine Weile. Übrigens noch Glückwunsch und auch Gruß an den Sledge. Weil der nach 4 Wochen ohne Internet mal wieder dabei ist. 4 Wochen Internet ist aber auch echt fies. Ja, aber 20% Crit kann man eigentlich kaum ausgleichen, mal ernsthaft. Das ist halt voll viel. Guck mal, wie viel der Schaden sich ändert jetzt nominell. 125, 143. Sogar ein bisschen weniger. Das wird wahrscheinlich an einer Kriegsführung liegen. 57 Lebenspunkte ist zwar irgendwie ganz nett. Das eingefroren 10% ist aber auch krass. Das Einzige, wenn man nochmal sagt, 10% physischer Schaden dazu. Das könnte das ausgleichen. Da bräuchte ich aber die richtige Rune für. Er macht jetzt schon deutlich mehr Schaden als die Bild. Die braucht man 9 Bogen. Der ist halt Stufe 6. Das ist Stufe 9. Und das ist Stufe 10. Der hat einen Stufe 6 Bogen. Deswegen kann sie mit dem Schaden auch jetzt langsam nicht mehr mithalten mit dem roten Prinzen. Der jetzt inzwischen echt an ihr vorbeigezogen ist. Ich mach mal ganz kurz, nur mal zum Checken, die Rune hier raus. Mach die mal hier rein. So, dann gucken wir mal. 125, 143. Ja, 134, 143. Vom Schaden ähnlich jetzt. Aber es fehlt 20% Crit. 20% Crit sind ungefähr 10% mehr Schaden. Und der Wasserschaden. Trotz Rune reicht das leider nicht aus. Gut, haben wir das auch geklärt. Reicht halt nicht aus. Die andere Waffe ist zu stark durch den Crit einfach. Und die anderen Boni. Das heißt, zu Waren hinzufügen. Bisschen schade. Aber so ist es manchmal. Wir haben Feenstaub bekommen, was ganz nett ist. Und wir haben hohe Stiefel. Da können wir gucken. 29 Lebenspunkte. Wer hat denn mehr Lebenspunkte? Sie hat mehr Lebenspunkte. Für ihn 2 Initiative. Schleichen ist ja noch. Dann kriegt er jetzt hier 2 Initiative, Feuerresistenz und Lebenspunkte. Und sie bekommt statt 1 Schleichen 0,5 Bewegung. Obwohl es hat wesentlich mehr Rüstung und physische Rüstung. Sie hat eh schon relativ viel Initiative. 19, 17, 15, 18. Kriegt sie halt noch 2 mehr. Kann ja nicht schaden. Hat weniger Rüstung, aber Initiative. Gefällt mir noch besser. Jetzt kann ich mal überlegen, ob ich die... Das ist schon Präzision 105% durch Heißsporn. Jetzt sind nochmal 10% Crit und 10% Präzision, okay. Nodok schreibt bei der Mühle Nähe Treibholz eine Zwergin, die mit ein wenig Überreden Spezialbögen anfertigt. Können wir mal gucken. Und Cascade hat gerade abonniert. Vielen Dank dafür. 11% Schaden als Giftschaden. Ja, aber ich will mit ihr eigentlich eher physischen Schaden machen. Aber wir haben deutlich physischen Schaden. Magie, Magie. 9 physisch oder 11 Gift. Mehr Präzision wäre tendenziell nicht verkehrt. Was hat er denn da? Ausweichen. Er könnte mehr Präzision schon vertragen. Lieber mehr Präzision als Ausweichen. Machen wir das so. Kriegt sie ihre Meisterwerkrune wieder rein. 3% Ausweichen ist alles nett. Aber Präzision ist noch besser. 103%. Wie cool der Fane aussieht, ey. Meine Fresse. Geiler Typ. Passt.
Und er hat mir diesen Schlüssel gegeben. Muss ich mal checken, was damit auf sich hat. Ein alter Schlüssel. Was könnte er wohl aufschließen? Das ist eine gute Frage. Und ich würde sagen, das finden wir doch mal raus. Aber ich bin allen eigentlich schon mal geredet. Who can knock Murger off her high horse is a friend of mine. So, friend of mine. Ich brauche ein bisschen einen Stamm, um mal um demnächst ein paar Pfeile zu bauen. Nein, sollte ich überhaupt nicht. Ich habe nicht so viel Geld. So, das wollte ich. Mal ganz kurz gucken, ob der, wo ist denn der Lärmende, ob der irgendwas Sensationelles im... Impressive. They'll say the spirit of the one stronger in you than anyone else I've seen. Even Murger. Der irgendwas Krasses im Inventar, was ich unbedingt kaufen möchte. Man denkt so, das ist so geil. Das muss ich haben. Für jetzt nicht so viel Geld, weil ich halt ein Sparfuchs bin, wie immer. Jäger heißt nicht Stiefel einfach nur, ist auch mal geil. Also Jäger. Können wir mal kurz, wenigstens wenn er einen Bogen vielleicht anbietet, nur mal schon mal schauen, was aktuell ein Bogen an Schaden machen sollte. 33, so um die 30 Schaden halt. Obwohl, auch deutlich mehr mal. 8, also auch um die 40 durchaus. Ein guter Bogen vielleicht um die 40 Schaden plus irgendwelches Zeug. Mal gleich mal gucken, was meiner macht. Ich könnte mit der... Weil auch nicht alle so viel Geld haben, das ist auch manchmal so eine Sache. Sollte ich nicht immer ewig warten. Dann tatsächlich auch einfach mal. Impressive. They'll see the spirit of the one stronger in you than anyone else I've seen. Even Murger. Muss ein bisschen Waren anscheinend mal umschieben. Ab und zu muss das sein. Das ist nie besonders schön. Inventar Tetris, aber. Da das ein bisschen unkomfortabel ist, muss das ab und zu so stattfinden. Und wie gesagt, nicht jeder Händler hat unbedingt so viel Geld. Das habe ich auch schon gehabt, das Problem. Deswegen nutze ich das mal, wenn er jetzt gerade 11.000 Tacken hat. Um ein paar Sachen drüber zu schieben. Und dann an den zu verchecken. Und das ist halt echt so eine stumpfe Komfortsache, dass ich halt nicht mit dem roten Prinzen verkaufen kann, sondern das Lose verkaufen kann. Und dass ich halt, selbst wenn ich ihn mit Lose anspreche, ich nicht sagen kann, so, hey, ich handle ja gerade mit euch, aber die Sachen, weißt du, sind im Inventar vom roten Prinzen, dass ich den einfach rüberschieben kann oder sie Sachen für ihn verkauft, nee. Man muss das halt so mühsam zu ihr schieben. Ich will jetzt auch weniger Kleinscheiß aufsammeln ab jetzt. Das wird zu mühsam, langsam. Mal ernsthaft. Ob das so schneller geht? Na, wahrscheinlich schon ein bisschen. Also wenn ich es immer mit Drag and Drop selber mache. They'll say the spirit of the one stronger in you than anyone else I've seen. Even Murger. 8.000, das ist halt schon eine Menge, ne? Zack, 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 wie er aus dem Inventar verschwindet. Und jetzt versuchen wir mal rauszufinden, wofür ich den Schlüssel gebrauchen kann. Schatzkammer des einen. Ich bin jetzt ja der eine. The one. Ich würde auch den ganz gern looten. Kann ich jemand darunter teleportieren? Weil, kommen alle wieder zusammen, Kinders.
ihn. Vom Subjekt auswählen. Ihn. Okay, danke. Ich würde ganz gerne das wilde Vieh looten. Es tut mir in der Seele weh, wenn da was zum Looten ist und ich nicht hinkomme. Außer Sicht, da ist ein abgegrenztes Gebiet, da komme ich nicht rein. Schade, jedenfalls nicht von hier. Vielleicht, wenn man hier lang geht, kann man vielleicht dann irgendwie runter. Anders meint, man kann nicht mehr runter, ja, das befürchte ich auch. Das kann man sich nur angucken. Zumindest die Schatzkammer des einen ansehen dann. Das können wir machen. It seems I can't use that right now. Versteinert. Kaputt hauen. So. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Das war schon jetzt hier. Dafür war schon der Schlüssel, oder? Bestimmt. Küste des Schnitters. Wo bin ich jetzt hier gelandet eigentlich? Mal ganz kurz hochgucken. Er sagt das ja nicht so richtig, was er verwendet hat. Das ist ein bisschen komisch. Was er jetzt eindeutig sagt. Sieht jetzt alles so durcheinander aus. Da. Der ist jetzt wahr? Wahrscheinlich schon, oder? Er hat es aus dem Inventar genommen. Von Fane, hat er gesagt. Obwohl, der ist ja eigentlich. Ist ja gar nicht im. Ist ja auch eine Falltür. Vielleicht dann doch war es doch woanders. Ist ja eine Falltür hier. Und er hat es aus dem Inventar von Fane genommen. Und der Champion-Schlüssel war aber im Inventar vom Roten Prinzen. Naja, gucken wir uns hier mal um. Destillationsblase. Jasmin ist da. Ja, hi. Hi, Jasmin. Hört aber erstmal gerade nur zu, hat gerade ein Dota 2 Match selber gestartet. What? Wie ist das so krass? Da habe ich auch nicht aufgepasst, weil ich hier auf Jasmin, das sehe ich nicht ein. Weil Jasmin mich hier ablenkt, dass ich hier sterbe. Was ist das für Quatsch? Da werden die voll eingesifft und sofort tot. Und man kann es halt nicht pausieren an der Stelle und zack. Healing, kaputt. Ja, vielen Dank. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtiger vorgehen. So geht das hier nicht. Hallo, ein Zuschauer Nummer 7. So, nochmal. Ist ja auch ein bisschen mies. Was ist das für ein Keller, ey? Versteinert. Was ist das für ein Scheißkeller, mal ehrlich gesagt. No go. Not now, at least. Kann ich jetzt mal wieder rausgehen? I need aid. Ich probiere es mal kurz ein bisschen rum. Man ist verlangsamt, wenn man da lang geht. Okay, da muss man irgendwie erst. Der Schnauze. Das finde ich jetzt gerade voll ätzend. Man kann ja nicht mehr rausbewegen. Das ist ganz komisch. Also, so komisch ist es nicht, weil.
So, alles anzünden. Ein bisschen mehr Action. Ich muss mal lernen, womit man halt versteinert aufheben kann. Immer so nebenbei. Brennen, vergiftet, betäubt, eingefroren, ersticken, versteinert. Frostrüstung zum Beispiel. Das Blöde ist auch, das ist auch so eine Sache, ich vom Blickwinkel sah es so aus, als könnte ich halt vorbeigehen. Klar wurde er verlangsamt, aber als könnte ich vorbeigehen, aber er konnte die Tür nicht aufmachen. Und dann stand er direkt davor, was natürlich ein bisschen schwachsinnig ist. Der Pauli hat abonniert, vielen Dank dafür, an den Pauli. Also, dass er dann halt nicht sich dann ranstellt daneben, das wirkt auf dem Bild jetzt nicht so zwingend, als müsste er davon erwischt werden, sondern, Also es sieht aus, als müsste ich mich hier hinstellen können. Das ist hier so dieser Winkel. Ich bin jetzt ein bisschen... Vielleicht können wir es irgendwie anders angehen. Wo kommt denn das her? Hat das hier mit dem Gerät hier oben zu tun? Das ist immer eine Frage vom Winkel auf. Wohin bläst das jeweils? Habe ich irgendwelche anderen Elemente, mit denen ich interagieren kann hier? Oh, rostiges Ventil. Zum Beispiel. Müssen wir ein bisschen mal sinnvoll hier vorgehen. Ne, das kann ich jetzt. Man kann immer nicht schnell genug. Das nervt mich halt, dass man. Ich bin da nicht schnell genug. Ich weiß nicht, was ich probieren will. Ich finde es halt komisch, dass man nicht. Dass man nicht vernünftig einfach einen Rundenmodus anstellen kann, jederzeit. Das ist doch jetzt kein Schwierigkeitsspiel, ist ja nicht ein Action-Rollenspiel. Ist einfach so, der teleportiert hoch, dann fällt der um. Das ist doch Quatsch. Das nervt mich gerade. Muss man halt sich das vorher schon den richtigen hinstellen, das dann fast precasten sozusagen. Außerdem sieht es auch gar nicht auf dem Bild so aus. Sieht aus, als würde es auf die Treppe gehen und nicht hier ganz hoch. Offensichtlich ist es egal, wo die. Also es ist da, wo das Öl liegt, da erwischt es den. Ich war halt ziemlich sicher, dass es nur hier die Treppe erwischt. Wie kann ich ihn denn. Ich überlege gerade, wie ich. Was? Warum denn? Das zum Beispiel. Warum wird er denn da erwischt? Ja, nee, jetzt habe ich den falschen ausgewählt. Jetzt geh halt weg. Danke. So, das ist ein bisschen mühsam gerade. So, jetzt gehen wir mal dahin. Wenn ich irgendeinen Sprungangriff hätte, wäre es ganz geil. Ansonsten, wenn ich es vielleicht schaffe, da hoch zu chargen sozusagen. Zum Glück kann man genau erkennen, wo er erwischt wird. Alles richtig gemacht. Also da irgendwie auch. Überall, wo Öl ist anscheinend. Das heißt, ich müsste mich ja hier hinstellen können und nicht erwischt werden. Wenn ich jetzt mit hier hin charge und es gerade vorbei ist. So, und los hier bereitstelle, falls irgendein Quatsch passiert.
Jetzt ist das Ventil gedreht. Hat es irgendwas gebracht? Das hat aufgehört. Okay. Nee, doch nicht. Hat irgendwas aufgehört, als ich das Ventil gedreht habe? Hat er es überhaupt ausreichend gedreht oder wurde er schnell versteinert, bevor er es gedreht hat? Habt ihr es gesehen? Es hat sich überhaupt nichts geändert in dem Scheißraum. Okay, ich sollte mal nicht so negativ sein. Es macht ja ein bisschen Spaß rumzurätseln. Ich bin bloß gerade ein bisschen frustriert, weil es halt eher an der Steuerung gefühlt hakt zwischendurch als an dem Rätsel an sich, habe ich das Gefühl. Das macht es ein bisschen schwieriger, nerviger. Ich habe gerade über Sprungfähigkeiten gesprochen. Ja, ich habe bei ihm halt nur die einzige, die ich habe, ist Sturmbock. Das habe ich ja gerade probiert, dann war er gleich. Wo irgendwas war das vorher auch schon? Vielleicht war es von der Idee her doch gar nicht so verkehrt. Dass ich das normal mache. Es hat nicht gereicht, einmal so halb zu drehen. Kann ich ihn vorher noch ein bisschen buffen, dass er nicht so schnell Schaden, dass er mir Rüstung hat. Dass er mehr magische Rüstung hat. So, die Tür einfach kaputt schießen, ist auch eine Idee. Dann stehe ich trotzdem blöd da. Ich will halt schon das Rätsel lösen, damit ich in Ruhe was machen kann. Hier sind niemals Sachen. Ich speichere mal eben, weil ich bin ein bisschen vorwärts gekommen. Wenn ich ihn jetzt nochmal heile vorneweg. Ich habe Angst, dass das Bild irgendwie falsch steht. Kannst du damit bitte rausgehen? Danke. Denn durch sein Talent regeneriert er auch damit ja magische Rüstung. Zwei Runden sind immer so super kurz. Man kann das angreifen. Man kann auch das angreifen, oder was? Eingefroren, da dürfte eigentlich nichts herauskommen. Das heißt, wenn ich das hier kaputt mache, dass es mir ein bisschen angreift. Ich soll das Öl wegmachen mit dem roten Prinzen, aber ich würde vermuten, dass das eigentlich wieder rauskommt, dass das Öl gleich wieder da ist. Ja, ja, genau. Das kommt halt heraus, das kann ich nur nehmen. Man kann auch nicht schnell genug umschalten, das ist auch so eine Sache. Man kann auch nicht schnell genug da draufhauen. Sonst hat das Ventil. Das geht jetzt schon wieder nicht. Das ist halt einfach ein bisschen. Nein. Jetzt habe ich das falsch noch benutzt. Jetzt nutzt du halt das Ventil. Drück auf das Ventil. Nutz das Ventil doch mal. Ich habe jetzt mehrmals das Ventil gedreht. Bringt das denn irgendwas? Das ist ein bisschen nervig jetzt. Ich habe irgendwas erreicht jetzt. Ich habe das Ventil jetzt mehrmals gedreht. Ich weiß nicht mal, ob er es zu Ende gedreht hat, weil halt. Boah. Das Frustrierende ist, wenn man halt gar kein Feedback bekommt, aber auf dem richtigen Weg ist. Ich bin jetzt ein bisschen meckrig, es tut mir leid. Kommt hier oben gerade nichts mehr raus? Nicht oben aus dem auch immer was rausgekommen? Also was mich ein bisschen frustriert... Hä? Das ist das jetzt weg? Okay. So, irgendwas ist schon passiert. Schießt jetzt einfach mal das kaputt, was dann passiert.
machen gar nichts. Da ist auch ein Ventil dran. Ich habe halt keine Mobility-Spells außerdem. Und die sterben halt viel zu schnell. Wo ist denn hier oben Öl? Also welcher Bereich wird denn genau getroffen? Das Blöde ist, wenn ich jemanden halt hinteleportiere. Dann fällt er erstmal ja immer um und ist beschädigt, bevor er wieder aufstehen kann. Ich muss praktisch hin. Aufstehen, aufstehen. Okay, jetzt ist er an der Seite. Okay, sehr gut das. Ich war jetzt ein bisschen meckrig. Es tut mir auch ein bisschen leid. Aber wie gesagt, das da unten, das Ventil unten hat gar nichts gemacht, oder? Und ich war halt ein bisschen verwirrt, weil ich ein schlechtes Gefühl dafür hatte, wohin diese Dämpfe, die da aus dem Ventil kommen, gehen. Aber im Prinzip gibt es ja eine einigermaßen zufriedenstellende Lösung, die auch draufkommen können, ohne mit ein bisschen mehr Beobachten vielleicht schon. Das Ventil unten hat mich dann trotzdem, das bringt gar nichts, das hat das Ventil, ja. Naja, okay. Wurscht drauf geschissen jetzt. Wir wissen, wie es geht. So, komm mal her, du. Das irritiert mich aber total. Hier ist auch keine Ölfläche. Heißt, kann er überall hier stehen? Weil er stand da meiner Meinung nach schon in diesem Einzugsbereich. Wo ich dachte, okay, da wird er jetzt auf jeden Fall erwischt. Da hat es mir aber nichts ausgemacht, komischerweise. Trotzdem gehe ich mal ein Stück zur Seite. Aber da erwischt ihn halt nicht, wo ich halt denke, da müsst ihr ihn auf jeden Fall erwischen, nachdem es ihn vorher da hinten sonst wo erwischt hat. Ja. Naja, wurscht. Die Fläche können wir zumindest entfernen. Dann müssen wir ja nicht auch so lang schleichen. 4 Gold! Halleluja! Hier alles voll gesifft. It's broken. Ist jetzt nicht die ganz großen Schätze hier. Das sieht doch schon besser aus. Noch eine mittlere Giftrune, Schriftrolle des Rings, mittlerer Verstandstrank. Helm nicht identifiziert, Bewaldmittel nicht identifiziert. Der Zuschauer, der meint, er hat alles in Divinity sehr sorgfältig durchsucht und das auch sehr mühsam alles gespielt. Oder das mühsam sehr aufmerksam. Hat das ja gar nicht gefunden. Ja, guck, haben wir was gefunden hier. Es gibt, glaube ich, immer noch ein paar Ecken, die man mal übersehen hat. Das ist halt ein riesiges Spiel. Intelligenz 12, das heißt, vielleicht für ihn was. Konstitution, Verstand, Ausdauer. Was sind das denn für Stats für ein Int? Konstitution braucht jeder, Verstand. Ist halt so eine Sache irgendwie. Gehen wir trotzdem mal dem Fane.
Internet ist natürlich trotzdem eine gute Hose, wenn ich jetzt meckern. Ich bin irgendwie gerade so im Weckermodus. Was ist hier eigentlich los? 200 Stunden hatte der Zuschauer. Respekt. Ja, wenn ich irgendwann mal vielleicht Spellcrit mitnehme. Finesse 12. Oh, Jägersmann. Jägersmann Verstand, Jägersmann Geomant. Schade. Ist der andere tatsächlich besser, weil er halt einen Verstand, was ein Crit ist, gibt. Hier sind halt ein paar mehr, wie sieht denn der Helm aus? Okay, das ist einfach ihr Style. Gar nicht so viel mit dem Helm zu tun. Die Rüstung ist natürlich besser, aber 1% mehr Crit gefällt mir hier besser. Schlüssel des einen. Habe ich ihn dann zweimal? Nee, das eine heißt Schlüssel des Champions der Treibholz-Arena. Schlüssel des einen. Protziger Schlüssel. Dann war hier noch, womit habe ich das eigentlich aufgemacht? Mit dem Maris Falltürschlüssel eigentlich. Sollen wir alles ein bisschen durch den, was ich, mal gucken. Ich muss mal ein bisschen erkunden, was ich hier wohl wo brauche. Welche Sachen ich hier vielleicht übersehen haben könnte. Ist auch ein bisschen komisch, dass es so keinen Hotkey gibt für alle Sachen anzeigen lassen. Es gibt ja einen für die Leute, der hier, ne? Es gibt einen so für alle möglichen Items. Und für noch ein paar andere Geschichten. Und weder der Schlüssel des einen brauchte ich, glaube ich, hier, noch den Schlüssel des Champions. Auch ein bisschen strange. Kriege ich gerade einen Anruf, da muss ich mal eben rangehen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suche ich mal noch ein bisschen nach weiteren Türen. Das muss mir irgendwie auch was bringen. Nicht, dass es da unten war irgendwie, dass man das während des Kämpfen machen sollte. Glaube ich allerdings nicht. Also ich mache kurz eine Pause. Ich muss auch auf YouTube kurz was machen. Also deswegen vielleicht eine bisschen längere Pause, so 5 bis 10 Minuten. Und danach in der nächsten Folge versuchen wir mal, wo wir die gucken wir mal, wo wir die beiden Schlüssel einsetzen können, die wir da schließlich noch haben. Die müssen ja auch für irgendwas gut sein. Bis dann.